Hallihallo und willkommen zu einem neuen Ark-Video. Beim letzten Mal habe ich endlich einen Arkentavis geholt und die direkt Eier machen lassen. Jetzt bin ich eigentlich auf dem Nachhauseweg, aber schaut selbst, was da passiert. Aber stopp, bevor es losgeht, noch ein kleines Anliegen in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für die über 500 Abonnenten jetzt. Schaut doch gerne mal rum, ihr seht das in einer anderen Playlist, zum Beispiel habe ich auf K-Pop gespielt oder auf einem anderen Shark-Server. Ihr seht, meine Aufrufe gehen in letzter Zeit eindeutig hoch, ich habe immer mehr wiederkehrende Zuschauer und die Wiedergabezeit erhöht sich auch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin mir halt sicher, dass dieses Spiel mich verarschen will. Also ich meine es wirklich ernst, ne? Ich bin ewig rumgeflogen, hab alles geguckt. Und jetzt, wo ich nach Haus fliegen will, das Ei ist im Dingens, ne? Female Agentur ist 110. Jetzt habe ich Wille auch noch dabei. Naja. Ich probiere die wieder auf den Berg zu kiten. Auch ein Female. Da kann ich gleich noch ein Ei machen. Kommen Sie, mein Herz ins Dame. Ich möchte den Harem aufmachen. Unten landet sie natürlich, ne? Was ist das denn? Es fliegt ja überhaupt nicht weit. Jetzt habe ich nur noch 9. Oh. 71. Ich komme mich sehr gerne um dich, Liebes. 78. Nice. Ich hab's die Dame auch. So, Rocco, du darfst nochmal zuschlagen. Jetzt aber, jetzt habe ich echt nichts mehr. Jetzt fliege ich heim mit den Eiern dann. Und dann lassen wir die mal schlüpfen und kriegen unsere ersten Babys hier auf dem Sharksubert-Server. Woo, woo. Hype, hype. So, ich bin jetzt zu Hause. Und ich wollte die Argentavis-Eier brüten, es ist aber viel zu warm. Das heißt, dass ich erstmal Air-Conditioner bauen muss. Und für die brauche ich erst einen Generator. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen ein paar Sachen noch geformt, damit ich das herstellen kann alles. So. Dann will ich das so. Dann haben wir eins für die obere Etage. Turm an. Unpowered. Mhm. Wenn ich jetzt aber innen das Elektro-Outlet setze, müsste die ja theoretisch gepowert sein, glaube ich mal. Klingt gut. Und gepowert, ja. Nice. So, jetzt schmeißen wir die Eier mal hier hin. Mal schauen. Jetzt. Geil. Okay. Kühlschrank kommt natürlich in die Küche. Jetzt müsste das ja theoretisch nach hinten weggehen, das Kabel. Ja. Ne, so ist doch gut. Und dann alles hier rein. Na, Pulli geht natürlich nicht. Gucken wir jetzt ja hier rein. Okay. Ich habe gerade die Skins ausprobiert. Oh, guckt es euch an. Ich dachte mir, es ist was Edles. Alter, guckt euch den Kleinskin an. Wie scheiße das aussieht. Mit diesem Helm. Für die Sache ist nämlich keine Rüstung. Oh Gott, das sieht ja schlimm aus. Hier Dresses. Star Dress ist das. Night Sky. Wolf Cape. Wollen wir Night Sky mal ausprobieren? Achtung. Sehe ich nicht traumhaft schön aus? Mein Night Sky Dress. Alter, dieser Bauch. Was habe ich denn für ein Hohlkreuz? Und diese Schulter. Uff, ey. Alter! Okay, also, es wird auf jeden Fall kein Kleid. Ich wollte ja eigentlich was Batman-mäßiges tun, dann dachte ich mir dann mal so einen Anzug an. Light Armor. Wie man das heißt, mal aus. Uff. Ich probiere noch ein bisschen rum. Mal gucken. Wann ich was gefunden habe, womit ich mich irgendwie abfinden kann. Es ist ja grauen. Ich habe jetzt meinen Look gefunden. Ihr seht.
Ich hab eine Rüstung angezogen, die wenigstens ein bisschen Batman-mäßig aussieht, finde ich. Und die komplett schwarz gemacht. Also, es kommt auf jeden Fall hin mit Dark. Oh mein Gott, da kamen 3 Stück raus bei dem einen. Oh mein Gott. Ich hab die komplett vergessen. Okay, jetzt hol ich erstmal schnell ein bisschen Fleisch. Aber cool, jetzt sehe ich endlich auch richtig aus, wie ich aussehen will und nicht mehr so langweilig, weil ich endlich... ja... rausgefunden habe, wo man die Skins macht. Ich habe jetzt ein bisschen weitergebaut und ihr seht, ich habe jetzt komplett außen mal umgezogen. Mein Gewächshaus ist leider immer noch nicht fertig, weil ich immer noch kein Zement habe. Aber ich habe jetzt eine komplette Umrandung. Und dann habe ich hier ein Haus hingesetzt, wo jetzt meine Tiere drin wohnen, dass sie nicht mehr angegriffen werden. Und das ist eigentlich voll cool, weil so habe ich einen zweiten Ausgang zu meiner Mauer. Also habe ich nicht genauso in die Mauer hier reingesetzt. Und ich habe schon wieder ein Argentavis-Ei. Die anderen sind noch am Auswachsen. Ich habe mir auch ein paar Kryokapseln gemacht, weil die nämlich nicht so wollten von Imprinten wie ich. Aber jetzt sind sie, die 3 draußen stehen, vollkommen imprinted. Im Anschluss war noch einiges auf meinem Anwesen zu erledigen und deswegen habe ich es später wieder eingeschaltet. Oh, ihr fragt euch, was ich schon wieder tue. Ich suche Dodos. Denn ich muss meine Kibbelproduktion ankurbeln und es geht leider nur mit Dodos. Und deswegen brauche ich Dodo-Weibchen und finde nur Dodo-Männchen. Hier, Female Dodo. Ich will mindestens 5-6 Dodos mit nach Hause nehmen. Und dann eine schöne Eierproduktion an den Tag legen. Female. Und noch ein Female. Läuft ja wie geschmiert. Also alles einfach wie Dodos Zähne. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen guten Parasaurus auf dem Weg sehe. Oder besser sagt, schön. Also ich hätte schon gern einen Take Parabo. Naja, Level 90 nehmen wir mit. Mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Schön an die Bäume gucken. Diese kleinen Arschlochkatzen da sitzen. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich mag die schon gezähmt, wenn ich drauf sitze. Ich mag die überhaupt nicht an den Bäumen hängend und mich runterreißend. Vor allem, wenn ich mal wieder keinen Fallschirm dabei habe jetzt. Noch einmal streicheln oder kuscheln oder mich drum kümmern. Ja, Kerfor. Sehr schön. Ist ein Mädchen. Wie nennen wir es? Wir nennen es, Mimi. Also noch eine Wand. Echt super. Gewächshaus ist fertig. Es hat so lange gedauert. Und jetzt bin ich echt happy. So, das Gewächshaus ist fertig. Damit war es so erstmal von dieser Folge. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und es geht auch schon mit Lichtgeschwindigkeit ins nächste Video. Bis dahin, alles Gute für euch. Da habe ich mir wohl selbst das Wort abgeschnitten. Natürlich wollte ich sagen, alles Gute für euch.